Hochgeschätzte Festversammlung, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur feierlichen Sponsion der Unternehmerischen Hochschule MCI Management Center Innsbruck. Ich freue mich, dass so viele Angehörige aus Familie, aus Beruf, aus dem Freundeskreis heute den Weg zu uns gefunden haben, um etwas zu würdigen, was heute nicht mehr selbstverständlich ist. Fleiß, Leistung, Einsatz, Mut, die Übernahme von Verantwortung, Innovation, den Weg ins Ungewisse zu beschreiten, Verantwortung für sich und für andere zu übernehmen, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und den Weg nach vorne zu suchen. Wenn wir heute die Medien beobachten, könnten wir glauben, das Land wäre in einer Krise, es würde uns allen schlecht gehen und mehr oder weniger der Untergrund stehe bevor. Ich sehe das völlig anders. Und Sie, sehr verehrte Damen und Herren, sehen das anders. Sie glauben an die Zukunft. Aber Sie verabschieden sich oder haben sich verabschiedet von diesem allgemeinen Lamento: die anderen sollten, die Gesellschaft sollte, der Staat sollte. Und man müsste, man könnte, man sollte. Sondern Sie sagen, ich tue, ich werde, ich packe an, ich packe zu, ich traue mich etwas, ich verlasse die Gewissheiten, ich lasse mich ein auf etwas Neues. Ich nehme mein Leben in die Hand, ich gestalte mein Leben, ich übernehme Verantwortung für mich, für meine Familie, für Beruf, für Zukunft, für Gestaltung, für sich und für andere, auch für Schwächere Verantwortung zu übernehmen, etwas anzupacken und etwas zu gestalten. Das ist es, was wir so dringend benötigen. Das ist es, was wir täglich bei uns an der Unternehmerischen Hochschule sehen. Das ist es, was Sie getan haben. Vor diesem Hintergrund freut es uns sehr, uns als Hochschule, die vor etwa 20 Jahren gegründet wurde, dass wir heute mit Ihnen einen akademischen Festtag feiern dürfen und dass wir Ihnen heute die Diplome als Auszeichnung, als Beurkundung dafür überreichen dürfen, was ich vorher kurz geschildert habe. Und dass wir dies in Anwesenheit von etwa 1000 Festgästen aus aller Welt tun dürfen, freut mich besonders. Herzlich willkommen. Danke dafür, dass Sie heute da sind. Diese kleine Hochschule, die vor etwas über 20 Jahren sehr bescheiden begonnen hat, in einem Büro von etwa 30 Quadratmetern mit 2 geliehenen Stühlen und 2 geliehenen Schreibtischen, gebraucht, ausgeliehen aus dem Keller der Universität. Diese kleine Hochschule verkörpert mittlerweile über 3000 Studierende aus mehr als 50 Ländern aus aller Welt. Wir haben heuer Bewerbungen aus 70 Ländern bekommen, 4000 Bewerbungen nicht ganz, um 1200 neu Aufgenommene bei uns begrüßen zu dürfen. Sie selbst haben sich auch diesem Auswahlverfahren unterzogen. Sie wussten nicht, ob sie genommen werden. Sie wussten auch nicht, wie es Ihnen im Studium ergehen würde, so wie Sie heute nicht wissen, was auf Sie zukommen wird. Aber, wie wir alle wissen, ist die beste Art, die Zukunft vorherzusehen, sie selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Dazu möchte ich Ihnen herzlich gratulieren. Ich möchte aber vor allem auch heute Dank sagen. Dank sagen an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir heute da sein dürfen. Beigetragen haben dazu, dass diese kleine, vor 20 Jahren klein und bescheiden begonnene Geschichte zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist. Diese unternehmerische Hochschule wird getragen vom Land Tirol, der Landeshauptstadt Innsbruck, der Wirtschaftskammer Tirol, der Arbeiterkammer Tirol, der Industriellenvereinigung Tirol und der Universität Innsbruck. Diese Einrichtungen und die dahinterstehenden Persönlichkeiten haben
damals das getan, was ich von Ihnen geschildert habe. Sie haben gesagt, wir nehmen die Zukunft in die Hand, wir glauben daran, dass man etwas gestalten kann, dass man etwas verändern kann, dass man mit Mut und Zupacken die Zukunft bewältigen kann. Und ich möchte mich heute bei diesen Einrichtungen bedanken und bei den Persönlichkeiten, die damals Pate gestanden sind, die uns über die Jahre hinweg begleitet haben. Und heute darf ich zwei Spitzenvertreter begrüßen und willkommen heißen, persönlich auch, die diese Einrichtungen vertreten. Ich begrüße an der Spitze der Gebietskörperschaften Frau Bürgermeisterin Christine Opitz-Blörer für die Landeshauptstadt Innsbruck und Herrn Präsidenten der Wirtschaftskammer Tirol, Kommerzialrat Dr. Jürgen Bodenseer. Danke für euer Vertrauen, für euren Einsatz, für eure Energie, für alles das, was wir heute gemeinsam bewältigen dürfen und begehen dürfen. Herzlich willkommen. Ich bitte um einen Applaus. Sie wurden schon im Aufnahmeverfahren begleitet, vorher schon bei der Studienberatung und dann über diese Jahre, über diese mehreren Jahre, die Sie bei uns verbracht haben, durch ein engagiertes Team in Lehre, in Forschung, in Administration und Management. Und ich darf heute stellvertretend für dieses Team mehrere Persönlichkeiten persönlich erwähnen. Ich begrüße den Leiter unseres Hochschulkollegiums, Herrn Universitätsprofessor, FH-Professor Dr. Franz Pecker, Herrn Studiengangs- und Departmentleiter Professor Dr. Christoph Griesbeck, Frau Studiengangsleiterin und Departmentleiterin Professorin Dr. Katrin Bach und Herrn Dr. Marco Rupprich, PhD, Professor und Departmentleiter. Herzlich willkommen euch und euren Teams. Danke dafür, was ihr hier geleistet habt in den letzten Jahren. Die hier heute vorne Stehenden stehen stellvertretend für dieses gesamte Team, das nicht nur aus den mittlerweile 300 hauptberuflichen Persönlichkeiten steht, die sie begleiten, sondern für 1000 Lehrende, die wir aus der ganzen Welt bei uns einladen, die ihre Expertise einbringen und diese begleiten, die sie mit Netzwerk, mit Kontakten, mit Expertise ausstatten, die ihnen aber auch vieles, die sie gefördert haben, die sie aber auch gefordert haben. Wir glauben daran, dass wir im gemeinsamen Boot sitzen. Wir verstehen uns nicht so, dass wir sie von etwas abhalten wollen. Wir wollen sie wohin bringen. Dennoch dürfen wir ihnen nichts schenken. Ihnen wurde nichts geschenkt. Ihnen wurde alles abverlangt. Und sie wollen auch nichts geschenkt. Geschenke sind vielleicht angenehm. Sie sind willkommen. Sie sind ab und zu hilfreich, vielleicht sogar notwendig. Aber Geschenke schaffen keine Befriedigung. Befriedigung, Stolz, ist man auf etwas Selbstgeschaffenes, auf etwas Geleistetes, auf das, wo man sich anstrengen musste, wo man Verzicht geübt hat. Und das haben Sie getan. Und ich glaube auch, dass wir in der Gesellschaft viel stärker auf diesen Gedanken zurückgreifen dürfen, dass wir den Menschen etwas zutrauen, dass Menschen nichts geschenkt wollen. Vielleicht brauchen sie es ab und zu, sie brauchen Hilfe. Aber wenn wir es gemeinsam anpacken, dann glauben wir, dass wir die Zukunft gemeinsam mit Freude gestalten können. Und dazu darf ich Ihnen ganz, ganz herzlich gratulieren, die heute vor Ihnen sitzenden, strahlenden Menschen, strahlenden Persönlichkeiten haben das gezeigt. Wenn wir auf dieses Bild blicken, dann braucht uns um die Zukunft nicht bange sein. Ich gratuliere Ihnen herzlich. Genießen Sie diesen Tag. Alles Gute. Ja, sehr geehrte Suspendierende, sehr geehrte Damen und Herren, es ist schon ein Hauch von was ganz was Besonderem und ich bin wirklich stolz, dass ich erstens eingeladen bin, zweitens ein bisschen mit dabei bin beim MCI und
dass ich heute mit euch sozusagen diesen Tag feiern kann. Ihr habt gelernt, gekämpft, vielleicht die eine oder andere Träne auch einmal verdrückt und ihr habt es geschafft. Und ich möchte heute gerne mit euch ein paar Gedanken teilen, die mit Erfolg zusammenhängen. Wofür es sich lohnt, jetzt nach diesem Erfolg weiterzukämpfen. Und ich glaube, ganz essentiell sind Werte. Werte in einer Gesellschaft, in einer Welt, in der man oft einmal meint, es ist unmodern, über Werte zu reden und über Werte nachzudenken. Weil hinter Werten stehen feste Überzeugungen und nicht ein Fähnchen im Wind. Und oft einmal habe ich den Eindruck, wenn ich Medienberichte lese oder im Fernsehen sehe, dass Egoismus vorneweg geht. Und dass wir viel zu viel gestaltet werden, als selbst gestalten. Und deswegen glaube ich, dass Werte moderner und wichtiger denn je sind in einer Welt, in der die Veränderung teilweise beklemmend und fast schon gefährlich ist. Mit klaren Werten verbinde ich unverrückbare Ziele, hohe Ziele. Und mit Werten verbinde ich auch die Verpflichtung, Weichen zu stellen, umzudenken. So nach der Devise Change the World. Und sich vor allen Dingen der Diskussion zu stellen. Nicht nur zuhören, sondern mutig mitreden. Gestalten, Argumente liefern und meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, Eigenverantwortung leben. Wir dürfen nicht alles dem Staat hinterlassen oder den nächsten Generationen. Und da fallen mir Begriffe ein, altbackene Begriffe vielleicht, wie Familie, wie Subsidiarität und Regionalität. In dieser globalen Welt. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Globalisierung, aber wir brauchen auch die Nähe der Regionalität und die Wärme der Familie, der Freunde und der Bekannten. Ich weiß, dass Sie alle ja im Prinzip also Native Speakers, German Native Speakers sind. Ich möchte aber doch meinen zweiten Teil meiner Begrüßungsworte kurz auf Englisch machen und I would like to give you some hints for your future, what you should pack in your backpack for the future. I think it's the fire of enthusiasm, what you should pack in there, and a huge portion of responsibility, very important. And take time for community, not for yourself and your friends, but also for the community. And live, always saying not no, but yes. It's optimism that creates the future. And have the courage to say the truth. Sometimes it's not easy, but say the truth. It's important for our world. And you are never young enough to dream big. Make your dreams alive. And because Christmas is coming and we are in the Advent time, maybe you know the worldwide song Coming Home for Christmas. It's not only a song. If you think it over and deep think in the heart of the text, it's coming home means not only coming home to Christmas, it means also coming home to your friends, to your family, to yourself. And think about this community.
So, as a shareholder of the MCI and as a president of the Chamber of Commerce, I wish you all the best. Remember Tyrol, remember the beautiful city of Innsbruck. Have success and take care. Thank you very much. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hohe Festversammlung, aber vor allem sehr geehrte heute Auszuzeichnende, die Sie einen ganz wichtigen Zwischenschritt, denke ich, keinen endgültigen Schritt, aber einen wichtigen Zwischenschritt in Ihrem beruflichen Leben machen. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier in der wunderbar und wundervoll geschmückten Dogana. Ein großartiger Bau, der damals, wie er entstanden ist, ein ganz gewaltiges Bauwerk in Innsbruck, das erste freistehende Theater in Mitteleuropa dargestellt hat. Und es ist wohl der würdige Rahmen, um Menschen auszuzeichnen, die hauptberuflich und nebenberuflich in ihr Leben investieren, Zeit für ihre Ausbildung investieren und Zeit, die sie ja nicht unbegrenzbar vermehrbar haben können, für ihre eigene Zukunft, aber auch für ihr Umfeld geben. Meine Damen und Herren, Innsbruck als eine Stadt mit nur 150.000 Einwohnern, wir haben eine Infrastruktur und ein Angebot, das wohl weit über diese eigentlich bescheidene Bevölkerungszahl hinausgeht. Aber eine wichtige Zahl dazu gibt es, von den 150.000 Einwohnern sind 50.000 Menschen in Ausbildung. Und die geben dieser, unserer Stadt Innsbruck, diese ganz große Besonderheit, dieses besondere Flair. Und die 50.000 Menschen gestalten auch diese Stadt, halten die Stadt jung, und zwar nicht nur an Lebensjahren jung, sondern vor allem an dem, was von der Gesellschaft gefordert wird, was von den Entscheidungsträgern, von den Gestaltern in dieser Stadt gefordert wird. Und diese 50.000 Menschen sind ein unschätzbarer Wert. Bildung, Ausbildung, Bildung ist ja dieses besondere ökonomische Gut, und das sage ich nicht nur als Volkswirtin, von dem sich jeder nehmen kann, von dem man abschneiden kann. Das ist wie ein Hefekuchen. Das wird dadurch, dass die Leute, die Menschen sich mehr davon aneignen, eigentlich immer mehr. Und Bildung ist eine wesentliche Voraussetzung, um für die Herausforderungen, denen wir auch in den nächsten Jahren begegnen, gut gerüstet zu sein. Ich denke, es wird oft gejammert, es wäre eine schwere Zeit, und es heißt dann in Zeiten wie diesen und wenn man in den Medien schaut, mit so einem immer wieder negativen Unterton. Und ich darf gerade meinen beiden Vorrednern, Herrn Rektor Professor Dr. Altmann und Kommerzialrat Dr. Jürgen Bodenseher, hier beipflichten. Es geht darum, dass Menschen, die aufgrund ihrer auch Besonderheit, dass sie die Möglichkeit gehabt haben, eine höhere Bildung zu genießen, sich mehr mit Themen auseinanderzusetzen und gerade ihr Studium, Lebensmitteltechnologie, Rohstofftechnologie, Umwelttechnologie, das sind künftige Aufgabengebiete. Wir haben heute beim MCI ja drei Termine gehabt. Ich habe beim ersten in der Früh bereits anwesend sein können. Da ist es waren die Studien Soziale Arbeit und Wirtschaftsingenieurwesen im Mittelpunkt. Und ich denke, der Bogen spannt sich sehr schön. Auch das Studium der sozialen Arbeit, da werden Menschen ausgebildet, die für das Gestalten, für das Zusammenhalten, für den Wert dieser Gesellschaft, für dieses starke Netz, das unsere Gesellschaft zusammenhält, die entsprechenden Fähigkeiten haben. Und Sie mit Ihren Studien in diesem Bereich, alles was mit Umwelttechnologie, Lebensmittel, Rohstoff zu tun hat, das sind Fachrichtungen, die zunehmend immer wichtiger werden. Auch wenn es mehr Menschen gibt, wenn es immer darum geht, wie man auch in diesem Bereich effizient und ökologisch nachhaltig wirtschaften kann. Und diese Einheit kann gar nicht klein genug sein. Jede Gemeinde, jede Kommune hat sich mit dem auseinanderzusetzen. Insofern sind Ihnen auf jeden Fall viele Türen geöffnet. Und ich darf mich bedanken, dass Sie gerade die Stadt Innsbruck als Ihren Studienort gewählt haben. Sollte Sie Ihr Weg in die weite Welt hinausführen, behalten Sie Innsbruck in guter Erinnerung, tragen Sie bitte auch den Ruf Innsbrucks als Universitäts- und Bildungsstadt hinaus. Kommen Sie nach Innsbruck wieder zurück, auch mit vielen Erfahrungen, oder sehen Sie Ihren Lebensmittelpunkt und Arbeitsmittelpunkt in Innsbruck, dann wünsche ich Ihnen auch für diese Zeit sehr viel Erfolg, einen persönlichen guten Lebensweg und vor allem auch den für Ihre Familien.
Ein Gedanke noch, es ist die erste Sponsion und ich darf jetzt doch einige Jahre auch zusammen mit Herrn Kommerzialrat Dr. Bodenseer bei den Sponsionen, Promotionen anwesend sein. Aber es ist der erste Tag, der nach der definitiven Entscheidung für einen Neubau, der alle Standorte, die über die Stadt verteilt sind, des MCI zusammenfasst und im Herzen der Stadt Innsbruck an einem der schönsten Plätze in unmittelbarer Nähe neben dem Hofgarten in den nächsten Jahren gebaut werden wird. Ein gemeinsames Projekt von Land Tirol und Stadt Innsbruck in der Größenordnung von 100 Millionen Euro, um dieser Bildungseinrichtung die entsprechende Bedeutung zu geben, auch rundherum. Wir schaffen hier auch für den Tourismus die entsprechenden Garagenmöglichkeiten. Für den Sport wird ein neuer Sportplatz entstehen. Und das ganz zentral neben der Sowe in einem Stadtentwicklungsgebiet, das dem MCI, das international bestens vernetzt ist, 218 internationale Kooperationen, um dem die entsprechende Bedeutung zu geben. Von Seiten der Lehrenden gibt es sie bereits. Wir haben hier hochkarätigste Vortragende und Kooperationen. Nun war es auch Aufgabe von Land Tirol und Stadt Innsbruck, die entsprechenden auch räumlichen Strukturen der unglaublichen Kompetenz nachfolgen zu lassen. Meine Damen und Herren, ich darf mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, darf Ihnen, vor allem den Auszuzeichneten, heute einen wunderbaren Tag wünschen, dass Sie das, was Sie in den letzten Jahren auch an Zeit aufwenden haben müssen, auch auf Verzicht auf persönliche Begegnungen mit der Familie, mit engen Wegbegleitern, mit dem Freundeskreis, die Menschen, die hier heute mit Ihnen feiern, die Sie in den letzten Jahren durch Tiefen begleitet und die Höhen gemeinsam genossen haben, dass Sie diesen Tag und dieses Wochenende genießen, stolz auf sich sind, auf sich selber vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, das habe ich gut gemacht, darauf kann ich stolz sein, das kann mir niemand mehr nehmen. Auf zu neuen Ufern, ich kann es. Und um mit dem zu schließen, was Dr. Altmann am Anfang gesagt hat, nicht man soll, man täte, man würde, sondern ich tue. Sie gehören auf jeden Fall dazu. Ich darf Ihnen ganz herzlich gratulieren und bitte Sie, Ihre Studienstadt Innsbruck in guter Erinnerung zu behalten. Vielen herzlichen Dank, einen wunderbaren Tag oder Abend. Danke sehr. Verehrte Fest- und Ehrengäste, liebe Eltern, liebe Angehörige und Verwandte, liebe Freunde, liebe Bekannte unserer Studierenden hier im MCI, vor allen Dingen aber liebe Absolventinnen und Absolventen, es ist mir eine große Freude, dass ich Sie heute namens des MCI und dessen Kollegiums hier zu dieser Sponsion begrüßen kann. Ich habe die Ehre, heute in meiner Funktion als Leiter des Kollegiums Ihnen die akademischen Grade zu verleihen. Wir werden heute im Zuge dieser Sponsion die akademischen Grade für das Bachelorstudium Biotechnologie, für das Masterstudium Biotechnologie, für das Bachelorstudium Lebensmittel- und Rohstofftechnologie,
für das Masterstudium Rohstoff- und Lebensmittelwirtschaft und für das Bachelor- wie auch Masterstudium Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik verleihen. Liebe Absolventinnen und Absolventen, diese Sponsion ist nun der formelle Abschluss Ihres Studiums. Sie erlangen, nachdem Sie Ihre Bachelor- und Masterarbeiten erstellt haben, verteidigt haben und sie approbiert wurden und nachdem Sie Ihre Prüfungen im Bereich der Bachelor- und Masterprüfungen erfolgreich abgelegt haben, die Voraussetzungen zur Erlangung dieses Titels. Ich darf nun, um das Gelöbnis hier abnehmen zu können, bitten, dass die Frau Kollegin Gabriele Göbel, Studierende des Masterstudiums Biotechnologie, die Kollegin Theresa Sandner, Studierende des Bachelorstudiums Lebensmittel- und Rohstofftechnologie, der Kollege Markus Schmidt als Studierender des Masterstudiums Umweltverfahrens und Energietechnik vorkommt. Die Kolleginnen und Kollegen Gabriele Göbel, Theresa Sandner und Markus Schmidt werden nun stellvertretend für alle Studierenden die Gelöbnisformel wiederholen. Ich verspreche, den Wissenschaften in Wahrhaftigkeit zu dienen, ihre Ziele zu fördern. Ich verspreche, den Wissenschaften in Wahrhaftigkeit zu dienen, ihre Ziele zu fördern. Das durch das Studium erworbene Wissen verantwortungsvoll einzusetzen und dadurch an der Lösung der Probleme der menschlichen Gesellschaft mitzuwirken. Das durch das Studium erworbene Wissen verantwortungsvoll einzusetzen und dadurch an der Lösung der Probleme der menschlichen Gesellschaft mitzuwirken. Ich verspreche, in meinem Verhalten das allgemeine Wohl zu beachten, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, meiner Hochschule verbunden zu bleiben und mich dadurch des akademischen Grades würdig zu erweisen. Ich verspreche, in meinem Verhalten das allgemeine Wohl zu beachten, die natürlichen Lebensgrundlagen halten, zu schützen, meiner Hochschule verbunden zu bleiben und mich dadurch des akademischen Grades würdig zu erweisen. Ich darf nun alle Kandidaten und Kandidatinnen bitten, das Versprechen gemeinsam abzulegen. Dies durch eine kraftvolle Aussage. Dies gelobe ich. Dies gelobe ich. Nach Ablegen des Versprechens verleihe ich Ihnen im Namen des MCI und seines Kollegiums den akademischen Grad eines Bachelor of Science bzw. eines Master of Science. Als Nachweis hierfür werden Sie im Anschluss die Urkunden erhalten. Zuvor darf ich aber noch Professor Christoph Griesbeck aufs Podium bitten und ihn ersuchen, seinen Studiengang und die Studierenden seines Studiengangs Biotechnologie vorzustellen. Danke. Geschätzte Festgäste, liebe Angehörige und Freunde unserer Absolventen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem natürlich liebe Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums. Sie haben es geschafft. Sie haben Ihr Bachelorstudium Biotechnologie abgeschlossen und damit einen weiteren Meilenstein in Ihrem Leben erreicht. Darauf können Sie stolz sein und mit Ihnen Ihre Angehörigen und Freunde, die Sie dabei unterstützt haben. Wie kann man diese Leistung ermessen? Man könnte versuchen, dies ganz einfach in Zahlen zu fassen. Im Bachelorstudium, das waren, und es kommen beeindruckende Zahlen, ca. 5.400 Stunden Arbeit, davon 1.361 Stunden bei uns im Hörsaal, 21 Laborberichte und Seminararbeiten, 56 Klausuren, vielleicht ein paar mehr, zwei Bachelorarbeiten, eine Bachelorprüfung, zahlreiche Partys und Biere. Hier liegen jetzt keine genauen Zahlen vor, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch besser so. Aber natürlich werden einfach nur Zahlen und der Leistung Ihres Studiums sicher nicht gerecht. Sie haben ja durch das Studium Wissen und Bildung erworben. Das heißt also auch mit Sicherheit, Sie haben fundierte Kenntnisse erworben in den biotechnologischen Fächern, sich eine naturwissenschaftliche und ingenieurmäßige Denkweise angeeignet, vielleicht ein Auslandssemester mit prägenden Erfahrungen mitgenommen oder sind bei uns mit Studierenden aus dem Ausland in Kontakt gekommen. Sie haben neue Freundschaften geschlossen, die Sie auch weiterhin im Leben begleiten werden. Ihre Stärken und Grenzen kennengelernt, sodass Sie auch für die kommenden Schritte klarer sehen können. Sie haben für Ihren Bachelor of Science auch Ihre erste wissenschaftliche Arbeit angefertigt. Die Titel werden wir anschließend jeweils bei der Übergabe Ihres Zeugnisses einblenden. Auf jeden Fall
haben Sie sich mit Themen beschäftigt, die nicht nur hochspannend sind, sondern auch für unsere Gesellschaft von großer Bedeutung. Stellvertretend seien genannt die Entwicklung und Herstellung neuer Medikamente, die Versorgung mit Lebensmitteln, die Versorgung mit regenerativen Energien, die Versorgung mit nachwachsenden Rohstoffen und die Reinhaltung und Reinigung von Boden, Luft und Wasser. In diesen Bereichen können Sie mit Ihrem Fachwissen zukünftig einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Auf jeden Fall darf ich heute sagen, dass es mir und unserem ganzen Team eine Freude war, Sie auf Ihrem Weg ein Stück begleitet und unterstützt zu haben. Vielen Dank. Gemeinsam mit dem Promotor überreiche ich Ihnen nun als Nachweis der Verleihung des akademischen Grades des Bachelor of Science die Urkunden. Wir beginnen mit Isabella Binger, Rankweil Vorarlberg. Emina Koralic, Bezau Vorarlberg. Steven Fauser, Gammertingen, Deutschland. David Hartelmeier, Hörbrands Vorarlberg. Kevin Höchel, Polling, Deutschland. Julia Isetta, Bozen, Südtirol. Anna Meyer, Fachhand, Deutschland. Sophia Mützel, Mittenwald, Deutschland. Christopher Rackel, Heiming, Tirol. Thomas Samitsch, Steinach am Brenner, Tirol. Claudia Schmidt, Schöneck, Deutschland. Markus Schönhuber, Unterammergau, Deutschland. Bettina Seiwald, Kufstein, Tirol. Armin Stürz, Landeck, Tirol. Stephanie Vetter, Salem, Deutschland. Lisa Wegmeier, Langkampfen, Tirol. Laura Weichselbaumer, Tulfes, Tirol. Ich darf nun die Auszeichnungen verlesen und Sie um einen herzlichen, tosenden Applaus dann ganz am Ende für alle bitten. Christopher Rackel, Thomas Samitsch, Markus Schönhuber und Bettina Seiwald. Einen tosenden Applaus bitte. Thank you.
liebe Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums, ein paar weitere Gedanken für Sie. Der römische Dichter Horaz schrieb vor 2000 Jahren Sapere Aude, was Immanuel Kant dann auch als Leitspruch der Aufklärung interpretierte: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist eine Haltung, die natürlich grundsätzlich jedem Menschen zu eigen sein sollte. Im Besonderen aber dürfen Sie sich angesprochen fühlen, die Sie ein wissenschaftliches Studium absolviert haben. Denn ein Studium ist ja bestimmt nicht nur eine Anhäufung von Faktenwissen, sondern sollte eine umfassendere Bildung darstellen. Ein Studium gibt einem Werkzeuge zum kritischen Denken und zur Problemlösung an die Hand. Wir haben beispielsweise gemeinsam wissenschaftliche Artikel diskutiert und kritisch überprüft, ob die Behauptungen auch von den gezeigten Daten gedeckt sind. Oder nehmen Sie Ihre Masterarbeit. Dabei haben Sie sich sehr eingehend mit einem komplexen wissenschaftlichen oder technischen Problem beschäftigt. Oft hat eine Erkenntnis zu 5 neuen Fragen geführt. Aber Sie haben gelernt, schwierige Fragen in kleinere Stücke zu zerlegen und systematisch anzugehen. In jedem Fall aber haben Sie festgestellt, dass ein kompliziertes Problem selten eine einfache Antwort hat. Diese Erkenntnis zeichnet insbesondere Wissenschaftler und Ingenieure aus, aber natürlich jeden Menschen, der es wagt, seinen Verstand zu benutzen. Man konnte in der letzten Zeit immer öfter lesen, dass wir in eine postfaktische Ära eintreten. Das heißt, Fakten und objektiv prüfbare Dinge spielen vielerorts keine Rolle mehr. Die Wahrheit wird in der Öffentlichkeit oft je nach Interessenslage verändert. Der Klimawandel beispielsweise wird öffentlich immer wieder in Abrede gestellt, ohne dass diese Personen sich damit automatisch im Abseits befinden würden. Auf komplexe Fragen werden oft allzu simple Antworten gegeben und viele lassen sich dadurch blenden. Auf diese Weise wird inzwischen starker Einfluss auf die öffentliche Meinung genommen. Das ist möglich, weil offensichtlich viele Menschen das Interesse und vielleicht auch die Fähigkeit verloren zu haben scheinen, kritisch zu hinterfragen und zu bezweifeln, kurz gesagt selbst zu denken. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass das kritische Denken seine Bedeutung in der Gesellschaft wiedererlangt. Andernfalls könnte die nächste Ära eine sein, in der das Denken unerwünscht und schließlich vielleicht verboten ist. Das geht, wie schon gesagt, jeden Menschen an, aber besonders darf man sich angesprochen fühlen, wenn man Wissen und wissenschaftliche Methoden dafür erworben hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen, dass Sie Ihr kritisches Denken zum Wohle der Gesellschaft einsetzen. Aber heute gilt erst einmal, Sie haben einen sehr großen Schritt getan und erfolgreich Ihr Masterstudium abgeschlossen und darauf dürfen Sie mit Recht sehr, sehr stolz sein. Genießen Sie diesen Tag und lassen Sie sich feiern von Ihren Angehörigen und Freunden, wie es Ihnen als frisch gebackenem Masters of Science gebührt. Und vergessen Sie dabei nicht, Sapere Aude. Dankeschön. Gemeinsam mit dem Promotor überreiche ich Ihnen nun als Nachweis der Verleihung des akademischen Grades des Master of Science die Urkunde. Wir beginnen mit Angelique Becker, Berlin, Deutschland. Michael Baumgartner, Euratsfeld, Niederösterreich. Lisa Gabert, Wilhelmsburg, Niederösterreich. Tiziana Gasparetti, Tueno, Südtirol. Gabriele Göbel, Emmerting, Deutschland. Christian Haase, Lengenwang, Deutschland. Florian Keller, Karlsdorf, Deutschland. Michael Koller, Natters, Tirol. Lena Molitor, Holzkirchen, Deutschland.
Alexander Oberhuber, Finkenberg, Tirol. Marco Raunecker, Nenzing, Vorarlberg. Philipp Rommel, Regensburg, Deutschland. Klaus Schönherr, Brutz, Tirol. Brigitte Sperl, Altenau, Deutschland. Hermann Voigt, Raubling, Deutschland. Ich darf nun die Auszeichnungen verlesen und Sie alle wiederum um einen gemeinschaftlichen Applaus am Ende bitten. Gabriele Göbel, Florian Keller, Michael Koller, Alexander Oberhuber, Philipp Rommel und Hermann Voigt. Gratulation. Sehr geehrte Festgäste, sehr geehrte Absolventen, die Bedeutung der Bereiche Rohstoffe, Energie, Lebensmittel und Life Sciences für die Zukunftsorientierung und Zukunftssicherung steht global, regional und lokal außer Frage. In Tirol sind die Kenntlichmachung und Wertschätzung der Herkunft zentrale Themen in diesen Bereichen. Die Transparenz in der Gewinnung von Lebensmitteln und Rohstoffen ist derzeitig eine der wichtigsten Konsumentenansprüche in Europa. Ansätze, wie eine Versorgung einer stark wachsenden Bevölkerung sichergestellt werden kann, konnte ich dieses Jahr auf meinem Besuch in Shanghai beobachten. In diesem Spannungsfeld wurde 2011 im Rahmen der Technologieoffensive durch das Land Tirol das Bachelorstudium Lebensmittel- und Rohstofftechnologie etabliert. Heute begrüßen wir die Absolventen des dritten Jahrganges. Während ihres Studiums haben sie sich mit den unterschiedlichsten Fragen rund um die Erzeugung von Lebensmitteln und Rohstoffen beschäftigt. Wie kann in Zeiten sich verändernder Rohstoffverfügbarkeiten und Verteilungen eine kontinuierliche Versorgung mit Lebensmitteln gewährleistet werden? Können nachwachsende Rohstoffe in alle Bereiche einer Wertschöpfung vordringen?
Zur Beantwortung all dieser Fragen haben Sie sich unter anderem mit den Bereichen Chemie, Mikrobiologie, Verfahrenstechnik, Analytik, Biomaterialien und Verpackungstechnologie beschäftigt. Sie haben alles erfolgreich abgeschlossen. Die Seminare, die Labore, die Prüfungen, das Berufspraktikum, das internationale Semester und Ihre Abschlussarbeit. Gratulation. Sie werden Ihren Weg in den einen oder anderen Bereich des Einkaufes, der Herstellung, der Produktionshygiene oder der Entwicklung biogener Rohstoffe und Lebensmittel finden und dort Ihren Beitrag zur Lösung der aktuellen Fragen leisten. Es hat uns viel Freude gemacht, an Ihrer Entwicklung teilzunehmen und wir wünschen Ihnen für die nächsten Aufgaben viel Kraft und weiterhin viel Motivation. Es ist ein Grund zu feiern, um Sie zu feiern. Gemeinsam mit dem Promoter überreiche ich Ihnen nun als Nachweis der Verleihung des akademischen Grades Bachelor of Science die Urkunde. Wir beginnen mit Anna Frey, Cerns, Südtirol. Christina Köck, Sautens, Tirol. Andreas Mauracher, Breitenbach, Tirol. Magdalena Moser, Ginzling, Tirol. Theresa Sandner, Leogang, Salzburg. Andreas Weiß, Innsbruck. Bitte um einen besonderen Applaus für die Studierenden, die ihr Studium mit Auszeichnung abgeschlossen haben. Frau Anna Frey und Frau Christina Köck. Thank you.
Heute verabschieden wir auch die ersten Absolventen des 2014 gestarteten Masterstudiums Rohstoffwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft. Die Absolventen haben sich noch stärker mit den Themen der Qualitätssicherung, des Vertriebes, der Zulassung und der Geoökonomie von Lebensmitteln und Rohstoffen sowie technischen Innovationen in diesem Gebiet beschäftigt. Einige von Ihnen waren auch unsere ersten Bachelor-Absolventen und es macht uns stolz und wehmütig, Sie heute zu verabschieden. Auch haben Sie Ihr Studium berufsbegleitend absolviert und konnten so zusätzlich Berufskompetenzen erwerben. Gratulation zu dieser Leistung und gleichzeitig Hochachtung davor. Auch Sie werden Ihren Weg in diesen Bereichen finden und zur Klärung aktueller und zukünftiger Herausforderungen beitragen. Wie und welche nachhaltigen und innovativen Produkte werden in den Markt eintreten? Warum werden einige erfolgreich sein und andere nicht? Welche Wege auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen können beschritten werden? In dieser suchenden Branche wird sich immer etwas ändern, verändern. So haben wir selbst beispielsweise dieses Jahr das Thema der Lebensmitteltechnologie stärker mit den Themen des Herstellungsnachweises sowie des ernährungsbedingten Konsumentenverhaltens von Lebensmitteln verknüpft. Auch Sie werden sich verändern und wir vertrauen dabei auf Sie. Sie haben alle die Persönlichkeit und die Kompetenz, anstehende Veränderungen zu bewerten, zu tätigen und zu bestehen. Ich wünsche Ihnen, liebe Absolventen, auf diesem Wege alles Gute, das Beste und heute ein Tag zum Gefallen. Sie haben es sich alle verdient. Gemeinsam mit dem Promoter überreiche ich Ihnen nun als Nachweis der Verleihung des akademischen Grades Master of Science die Urkunde. Wir beginnen mit Andreas Engel, Terenten, Südtirol. Lydia Heinisch, Matsch, Südtirol. Melanie Karlstetter, Feldkirchen, Westerham, Deutschland. Moritz Telser, Gargason, Südtirol. Um einen gesonderten Applaus bitte ich für Herrn Moritz Telser, der sein Studium mit Auszeichnung abgeschlossen hat. So, liebe Spondierende, sehr geehrte Festgäste, wie jedes Jahr ist mir das natürlich eine sehr große Freude und Ehre, besser so, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Heute
ist wirklich soweit. Sie erhalten offiziell den Abschluss Bachelor of Science der Unternehmerischen Hochschule des Studienganges der Umweltverfahrens- und Energietechnik verliehen. Am Anfang der intellektuellen Menschheitsgeschichte steht der Denker und Naturforscher Aristoteles. Und einem in seiner zentralen Werke, der Metaphysik, hat er einen Satz vorangestellt, der ein Menschheitsideal verkörpert, welches sich seither wacker geschlagen hat. Jeder Mensch strebt von Natur aus nach Wissen. Sie, die Sie hier sitzen, haben diesen Ruf vernommen und sind diesem Ideal gefolgt. Sie wollten wissen, wollten lernen, wollten wachsen. Und wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MC, können Ihnen heute offiziell bestätigen, es ist Ihnen gelungen, you did it. Sie wissen zum Beispiel, wie man aus Abfällen Energie gewinnt, wie man aus Abwasser Trinkwasser gewinnen kann. Und Sie dürfen stolz auf diese Zeit des Studiums zurückblicken, welche hinter Ihnen liegt, und auf die Leistungen, die Sie erbracht haben. Denn auch uns ist sehr bewusst, der Weg war teilweise sehr hart und steinig. Aus der Dunkelheit zum Licht der Vernunft. Prüfungen, Intensivwochen und auch die eine oder andere zähe Abendvorlesung mussten gemeistert werden. Per aspera et astra, durch Mühsal zu den Sternen. Sie sind eben unterwegs, den Höhenflug anzutreten. Denn das ist der Studienabschluss auch, den Sie heute erworben haben. Ein Startschuss, ein Ausgangspunkt, ein Beginn. Und egal, wo Ihr Weg Sie hinführen wird, in ein Masterstudium, in die Industrie, vielleicht auf ganz unerwarteten Pfade, fachliches Fremdgehen, wie wir das bezeichnen. Sie sind bereit, ihn weiterzugehen aus eigener Kraft und Motivation. Und trotzdem, Sie werden niemals alleine gehen. Kommilitoninnen und Kommilitonen, welche Sie kennengelernt haben, Freunde und Bekannte, Kollegen und Familie, sie waren und sind immer Teil einer persönlichen Entwicklung, tragen diese mit und machen sie oft erst möglich. Wir wollen auch all jenen Menschen an dieser Stelle gratulieren und von ganzem Herzen danken. Sie haben ebenso Teil an diesem Erfolg wie Sie selbst. Als Studiengangsleiter der Umweltverfahrens- und Energietechnik möchte ich Ihnen im Namen des gesamten Teams sagen, wir sind stolz und dankbar, auch ein Teil dieser Entwicklung gewesen zu sein. Und nun können wir Sie mit gutem Gewissen mit dem Bachelor-Titel entlassen, in der sicheren Hoffnung, den einen oder anderen auf den verschlungenen Straßen der Zukunft wiederzutreffen. Aber wer nach vorne blickt, sollte auch zurückblicken. Darum bitte ich noch um eine stille Gedenkminute für Martin Brunschmidt, welcher allzu früh durch einen tragischen Unfall aus unserer Mitte gerissen wurde. Danke. So, jetzt wird es wirklich wahr. Ich überreiche Ihnen gemeinsam mit dem Promoter Dr. Franz Becker zum Nachweis des akademischen Grades des Bachelor of Science die Urkunde. Gratulation und vielen Dank. Wir beginnen mit Christina Engstler, St. Jakob in Haus, Tirol. Pascala Fagundes dos Santos, Innsbruck. Paul Fischer, Freising, Deutschland. Nikolaos Alexandros Fleckers, Völs, Tirol. Tobias Frischmann, Innsbruck. Manuel Graus, Wiesen, Pfitsch, Südtirol. Ersin Gündodu, Fügen, Tirol. Sandro Holzer, Pertisau, Tirol. Maximilian Hopf, Waging am See, Deutschland. Christoph Hörbiger, Wildschönau, Tirol. Matthias Jocher, Brixen, Südtirol. Applaus
David King, Hart Vorarlberg. Lukas Koch, Rott, Deutschland. Christina Krapf, Oberneukirchen, Oberösterreich. Ingenieur Michael Litzelfellner, Udans, Tirol. Martin Mühlecker, Gmunden, Oberösterreich. René Nussbaumer, Innsbruck. Rudolf Palzenberger, Werfen, Salzburg. Martin Perfler, Zierl, Tirol. Stefan Prankl, Wehr, Tirol. Christian Reich, Innsbruck. David Reimeyer, Steinach, Tirol. Dominik Ritter, Berwang, Tirol. Sebastian Rommel, Eu, Mittelberg, Deutschland. Matthias Senn, Strengen, Tirol. Stefan Steinlechner, Fügenberg, Tirol. Michelle Thompson, Westendorf, Tirol. Ramon Waldmann, Buchloe, Deutschland. Daniel Weißkopf, Bregratten am Großvenediger, Tirol. So, jetzt habe ich noch die Ehre, die Auszeichnungen zu verkünden. Ich bitte um einen gesammelten Applaus dann am Schluss. Die erste Auszeichnung, Nikolaus Alexandros Fleckhas. Die zweite, Ersin Gün Dodu. Die dritte, David Reimeyer. Und die vierte, Matthias Senn. Gratulation. Thank you.
So, liebe Spondierende, sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Teil des Festaktes werden nun die Abschlüsse Master of Science für den Studiengang der Umweltverfahrens- und Energietechnik verliehen. Bereits im vorherigen Teil habe ich für Sie erörtert, dass die Hochschule als Hort und Bewahrerin des Wissens nicht nur gesellschaftlichen Nutzen birgt, sondern auch menschliches Grundbedürfnis bedient, welches weit über jeden Pragmatismus hinausgeht. Sie, verehrte Spondierende, haben dieses Bedürfnis im erhöhten Maße verspürt. Sie wollten, und davon gehe ich ruhigen Gewissens aus, wollen sich auch immer weiter selbst entwickeln und haben daher die Mühen und Anstrengungen eines Masterstudiums auf sich genommen. Sie haben oft schon neben einem fordernden Beruf Wochenenden mit Lernen zugebracht, haben Bücher und Skripten gewälzt. Kurzum, sie haben studiert. Die Urkunde, welche Sie heute erhalten, symbolisiert die Früchte Ihrer Arbeit. Aber die Urkunde ist natürlich nicht die Frucht selbst. Der Lohn ist die persönliche Entwicklung, welche Sie erfahren haben, und die Weiterbildung ist ein umfassendes Portfolio an Kompetenzen, mit denen Sie für Ihre berufliche Zukunft gerüstet sind. Es ist ein breites und tiefes Wissen über Vorgänge in der Natur und Technik, welches Sie in der Lage versetzt, Aspekte unserer immer komplexer werdenden Welt zu überblicken, zu verstehen und zu gestalten, damit sie nicht gestaltet werden. Denn das ist nun Teil Ihrer Aufgabe, die aktive Gestaltung unserer Gesellschaft, unserer aller Zukunft. Wo auch immer Ihr Lebensweg Sie hinführt, Sie sind immer auch Creator Mundi, ein Weltenschöpfer. Und wenn ich mir die Männer und Frauen hier ansehe, die frischen Geister, die wir in den letzten 2 Jahren begleiten durften, dann spüre ich, dass unsere Zukunft in guten Händen ist. So hoffend gratuliere ich Ihnen im Namen des gesamten Teams der Umweltverfahrens- und Energietechnik und wünsche Ihnen einen erfolgreichen weiteren Lebensweg. Bis jetzt, die letzten 2 bzw. 5 Jahre, haben Sie sich auf uns verlassen können und jetzt verlassen wir uns auf Sie. Aber leider muss ich auch noch an dieser Stelle nochmals den Blick zurückwagen und auf ein weiteres trauriges Ereignis richten. Darum bitte ich Sie nochmals um eine kurze Gedenkminute für Friedel Freitag, welcher durch ein tragisches Lawinenunglück letztes Jahr das Leben verlor. So. Gut, danke. Bevor Sie nun jetzt mit Ihrer Familie, Ihren Freunden, Kommilitonen und Professoren in die Feier starten, überreiche ich Ihnen gemeinsam mit dem Promoter zum Nachweis des akademischen Grades des Masters of Science die Urkunde. Gratulation und vielen Dank. Wir beginnen mit Philipp Ambrosi, ÖZ Tirol. Lisa Marie Auer, Grammat Neusiedl, Niederösterreich. Maria Bañales Gallone, Montevideo, Uruguay. Christoph Eldracher, Immenstadt, Deutschland. Tobias Fischer, Frankfurt am Main, Deutschland. Marina Fundel, Illerkirchberg, Deutschland. Richard Goller, Lienz, Tirol. Martina Kaspar, Reit bei Seefeld, Tirol. Sonja Kinzner, Sterzing, Südtirol. Julian Kirchmeier, Sistrans, Tirol. Christian Meierl, Meierhofen, Tirol. Benedikt Otterer, München, Deutschland.
Maximilian Pupp, Hopfgarten im Brixental, Tirol. Anil Ramalingam, Innsbruck. Peter Reiser, Münsing, Deutschland. Benjamin Riedl, Ruhm, Tirol. Verena Schallhardt, Telfens, Tirol. Dan Scherzer, Salzburg. Markus Schmid, Bad Reichenhall, Deutschland. Philipp Selle, St. Johann im Pongau, Salzburg. Lukas Silvernagel, Laudert, Deutschland. Alexander Testor, Kienz, Südtirol. Ingenieur Wolfgang Unterberger, Kirchbichl, Tirol. Alexei Wiest, Max Hütte, Heidhof, Deutschland. So, gut, jetzt kommen noch die Auszeichnungen. Die erste, Maria Banales Gaione. Christoph Eldracher, Christian Mayerl, Peter Reiser und Verena Schallhardt. Gratulation. So. Bevor die Studierenden mit den Dankesvoten die Festveranstaltung beschließen, gibt es noch ein kurzes Musikstück von den Haller Stadtpfeifern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Folgenden dürfen wir drei uns stellvertretend für alle Absolventen der drei Studiengänge bei allen bedanken, die uns während unserer Studienzeit tatkräftig unterstützt haben. Mark Twain hat einmal gesagt, zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muss die Treppe benutzen.
So lässt sich unsere Studienzeit sehr gut zusammenfassen. Diese Treppe mussten wir jedoch nicht alleine bewältigen, sondern wurden vielerseits begleitet und unterstützt. Der Dank hier gilt den allgegenwärtigen MCI-Offices, unseren Studiengangsleiterinnen und Leitern, Assistenzen und Betreuerinnen, welche alle Hände voll zu tun hatten mit unseren Fragen, Problemen und Beschwerden. Ein Lob gab es selten. Dies möchte ich heute ändern und möchte mich herzlich für die letzten Jahre bei euch bedanken. Es ist noch nicht vorbei. Danke auch an alle Lektoren und Professoren, welche uns mit dem nötigen Wissen ausgestattet haben und uns bestmöglich auf die vor uns liegende Zeit vorbereitet haben. Wir wollen uns auch bei den Kooperationspartnern des MCI und MCI Hochschulservices bedanken, von der Suche nach ausgezeichneten Praktikumsstellen bis hin zur Organisation der Sponsion wurde uns das Erklimmen der Treppe so angenehm wie möglich gestaltet. In den letzten Jahren durften wir am MCI, der Unternehmerischen Hochschule, eine Ausbildung genießen, die Praxis und Theorie stark miteinander vereint hat. Zum einen durch Lektoren aus der Praxis, aber auch durch ein Berufspraktikum und durch Diplomarbeiten direkt in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Hinzu kommen aber auch Veranstaltungen wie MCI Alumni Events, bei denen Kontakte zu international renommierten Persönlichkeiten geknüpft werden konnten. Was das MCI besonders auszeichnet, ist die Begegnung auf persönlicher Ebene. So beendete man viele Vorlesungen oder Prüfungen bei einem gemeinsamen Bier im Wettercafé oder entwickelte Ideen beim Glühwein am MCI-Stand. Besonders daran ist, dass dabei nicht nur Studenten untereinander diskutierten, sondern auch mit Lektoren und Betreuerinnen über vielerlei sinniert wurde. Selbstverständlich wollen wir uns auch bei unseren Mitstudentinnen und Mitstudenten bedanken. Ohne das kollegiale, sogar freundschaftliche Miteinander hätte sich unser erfolgreicher Abschluss nur ungleich schwerer erreichen lassen. Ebenso gilt unser Dank den Arbeitgebern und Kollegen, die uns Berufsbegleitenden auch Verständnis aufbrachten für die ein oder andere Vorlesungen, die unter der Woche stattfand. Das abschließende Dankeschön gilt all den Menschen, die uns am nächsten stehen. Sei es Familie, Ehegatten oder Partner oder unsere Freunde, die uns über manche unüberwindbare scheinende Stufe hinweggeholfen, uns auf unserem Weg begleitet und uns zum Durchhalten ermutigt haben. Und somit auf zu neuen Treppen. Gaudiamus igitur, Freude sei unser.
Auch der schönste Festtag, sehr verehrte Damen und Herren, geht einmal zu Ende mit dieser studentischen internationalen Strophe. Ich danke den Haller Stadtpfeifern, der besten Brassband Österreichs. Danke für diese musikalische Umrahmung. Nachdem wir die Studierenden verabschiedet haben, sie werden hinausziehen, an uns vorbei. Draußen erwartet uns im Anschluss ein Empfang, powered by Swarco, powered by Vöslauer und powered by Karriere.at, der führenden digitalen Karriereplattform. Danke unseren Sponsoren, die diesen Empfang ermöglichen. Danke an Swarco, die diese fantastischen Sponsionsoutfits, die Schals ermöglichen. Ich saß neben dem Vorstandsvorsitzenden beim Abendessen. Dann habe ich gesagt, lieber Martin, weißt du eigentlich, dass Swarco und MCI die gleichen Farben teilen? Sollte man da nicht was tun? Und er hat auch gesagt, nicht man sollte, ich tue. Danke an Swarco. Wenn Sie beim Empfang draußen das abgeben, was auf Ihren Stühlen liegt und das ausgefüllt tun, dann erhalten Sie den großen Absolventenkatalog 2016 zugeschickt. Der Absolventenkatalog mit 800 strahlenden Absolventen dieses Jahres mit Bild, mit Vornamen, mit Nachnamen, mit Diplomarbeit, mit Herkunft, mit Praktikum, mit Auslandssemestern und vielen wertvollen Informationen, nicht nur als Erinnerung, sondern auch sollten Sie auf der Suche nach qualifizierten Absolventinnen und Absolventen sein. Wo können Sie das abgeben? Draußen gibt es einen großen Desk, da steht oben drüber MCI Shop und an diesem Shop können Sie auch das tun, was Sie heute nicht tun können, nämlich Ihre Weihnachtseinkäufe nachholen. Schenken Sie Freude, schenken Sie MCI, wir haben an alles gedacht. Ein kleiner Blick noch in die Zukunft. Der Neubau ist angesprochen worden. Wir haben Verantwortung übernehmen dürfen für ein Projekt von etwa 100 Millionen Euro. Ich habe der verehrten, verstorbenen Frau Bürgermeisterin Hilde Zach, die am Ende gemeinsam mit den anderen heute schon bedankten, diese Entscheidung getragen hat. Ich habe gesagt, Frau Bürgermeisterin, das muss da vorstellen, wie Schönbrunn, das Schloss und der Schlosspark gehören zusammen, sie bilden eine Einheit. Du musst dir das so vorstellen, habe ich gesagt, Frau Bürgermeisterin, du gehst durch den kaiserlichen Hofgarten, wir reißen die Mauer weg, du gehst aufs Schloss zu und das heißt MCI. In dem Moment habe ich mir gedacht, sie schmiert mir eine. Aber es hat geholfen und dass wir das tun dürfen, will uns auch neuen Raum geben, will uns helfen, die Standorte zusammenführen. Wir haben heuer die weltweite Akkreditierung der renommierten American Business School Association bekommen, gehören damit zu den 5% weltbesten Business Schools. Wir haben heuer erneut von Trendence und von Universum, das ist eine renommierte schwedische Agentur, die Auszeichnung Österreichs beste Hochschule bekommen. Wir wollen diesen Weg weitergehen, weil wir an die Zukunft, an das Land, an die jungen Menschen, an die Energie glauben. Nun darf ich mich bedanken bei allen, die an diesem Festtag mitgewirkt haben, darf bitten, Blumensträuße, die wir vorbereitet haben, zu überreichen. Wir haben mehrere vorbereitet. An Frau Studiengangsleiterin, Professorin Dr. Katrin Bach. Ich darf bitten, jemanden, der noch gar nicht so recht erwähnt wurde, der ganz bescheiden in der ersten Reihe sitzt, einen Blumenstrauß für seine Frau mitzugeben. Herr Professor Norbert Netzer war der erste Studiengangsleiter unserer technischen Studiengänge. Lieber Norbert, wenn du dir hättest vorstellen können, was da alles passiert ist, du hättest wahrscheinlich schlecht geschlafen. Du siehst jetzt, was du angerichtet hast. Dann darf ich bitten, einen Blumenstrauß zu überreichen
an die große Zeremonienmeisterin des heutigen Tages, Frau Daniela Lindner. Heute ein Sponsionstag mit über 3000 Festgästen, das aus dem kleinen Ärmel zu schütteln, da gehört etwas dazu. Wir sind gut beraten, das zu tun, also als Zeremonienmeisterin ihr zu folgen. Wir tun das, wir haben eh keine Wahl und es tut uns gut. Danke, liebe Daniela. Und in Vertretung des gesamten Hochschulkollegiums darf ich bitten, einen Blumenstrauß Herrn Professor Dr. Franz Pecker zu überreichen. Lieber Franz, ich bitte diesen auch mit deiner Frau zu teilen. Du wirst es ohnehin tun mit schönen Grüßen. Sie hat heute auf dich verzichten müssen. Ein Blumenstrauß wurde schon überreicht an Herrn Kommerzialrat Dr. Bodenseer. Lieber Jürgen, ich hoffe, du hast ihn gut daheim abgeliefert. Also, genießen Sie es. Bleiben Sie bei uns noch draußen, feiern Sie heute. Danke, dass Sie gekommen sind. Ihnen allen einen schönen Abend. Danke fürs Kommen, für das Vertrauen. Alles Gute.